Ja, wir feiern am Freitag, 12. Geburtstag von Netzpolitik.org mit einer Konferenz und einer Party. Wieso sehe ich denn hier nichts? Okay. Ja, getreu unser Motto Fight for your Digital Rights haben wir in der Kulturbrauerei ein buntes Programm zusammengepackt, wo wir die wichtigsten Debatten der Hierzeit, Jetztzeit und der Zukunft abbilden im Programm, wo wir, hier seht ihr das Programm, unter 12.netzpolitik.org ist es lesbarer mit einem größeren Fond und auch verstellbar, wo wir ja von der E-Privacy-Richtlinie, von der ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt, aber in Zukunft mehr hören werdet über Netzneutralität, was ein großes Thema hier auf vielen Abenden war, über Urheberrechtsreformen und bis hin zu ethischen Fragen von künstlicher Intelligenz, alles zusammengemixt haben, was wir denken, wichtig, aktuell ist. Und wir freuen uns besonders, dass wir ein Programm zusammengestellt haben, was auf der einen Seite alle Experten zusammenbringt, die was zu sagen haben, aber insgesamt auch 44% weiblich oder eher weiblich umfasst. Und da haben wir die Moderatorin noch nicht eingerechnet, wie uns Speakerinnen auf Twitter vorrechneten. Andere rechnen nämlich immer gern die Moderatorin ein, damit die Frauenquote höher wird. Wir haben noch Tickets. Bald sind wir ausverkauft. Tickets gibt es. Das ist so alles so ein bisschen komplex. Das normale Ticket kostet 50 Euro. Dann haben wir natürlich noch so Supporter-Tickets, 250 Euro oder 500 Euro, wer uns unterstützen möchte. Aber wir haben auch Aktivistentickets für 15 Euro. Dafür müsst ihr euch aber vorher melden bei uns und in einer E-Mail begründen, warum ihr euch ehrenamtlich für digitale Grundrechte einsetzt. Wenn ihr das gut argumentiert, bekommt ihr auch irgendwie den Code für das ermäßigte Ticket. Ansonsten haben wir 20-Euro-Tickets für Mäßigungsberechtigte, wie das so heißt. Also wer studiert oder Schüler ist oder sonst irgendwie ermäßigt ist, kommt für 20 Euro rein. Aber das ist nur das eine. Eigentlich machen wir nur die Konferenz, um am Abend unseren Geburtstag zu feiern. Und unter dem Motto Dance for your Digital Rights haben wir einen kleinen Club in Kreuzberg aufgetan, den wir namentlich nicht nennen können. Ihr kennt das aus Berlin, ne? Also es gibt halt Clubs, die nicht suchmaschinenkompatibel, nicht netzöffentlich namentlich genannt werden wollen. Aber wir können die Adresse mitteilen am Ende des Schleusenufers. Schleusenufer ist so zwischen Schlesisches Tor und Treptower Park in der Nähe vom Club der Visionäre, den wahrscheinlich die meisten kennen. Dort muss man bis zum Ende durchlaufen. Dort haben wir eine Party mit insgesamt 4 Floors, Kommentarlesungen, Netzpolitik-Quiz, von Techno bis Punk eigentlich, ja nicht alles, aber verschiedenste Richtungen. Die Party fängt um 21 Uhr an, kann von jedem besucht werden, kostet 6 Euro Eintritt. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit bzw. refinanziert unsere Geburtstagsparty. Das war's. Danke. Tschüss.